Hallöchen Leute, willkommen bei Bandido und unserer Bob der Bademeistergeschichte. Bob im Ferienlager. Mal sehen, was passiert. Ach Mensch, tut das gut, man die Füße im Wasser baumeln zu lassen. Ha. Bob, Bob, Bob! Hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Fräulein Bademeisterin. Hallo Bob, da bist du ja endlich. Hey, ja, hier bin ich. Was ist denn los? Was gibt's denn? Komm bitte raus, ich möchte was mit dir besprechen. Oh je, da muss es wohl was Ernstes sein, wenn ich sogar extra rauskommen muss. Nein, nein, keine Sorge. Im Gegenteil, es macht sogar Spaß. Also, wie du weißt, hat ja mittlerweile die Sommersaison begonnen. Ja, das stimmt, aber was hat das mit mir zu tun? Also, das hat im Folgenden mit dir zu tun. Das Ferienlager braucht einen neuen Bademeister. Und da du so gut mit Kindern umgehen kannst, wollten sie speziell dich haben. Du sollst dich da ein wenig um die Kinder kümmern und diverse Wasserkurse geben. Also, wenn du dahin möchtest, dann pack am besten deine Sachen und ab mit dir ins Ferienlager. Ich kümmere mich hier um den Aquapark. Ja, unbedingt! Ferienlager! Koffer, 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 ich muss schnell packen. Ich brauche einen Koffer. Ah, da ist ja das alte Ding. Okay, auf das Teil. So, ich brauche Frisbee, Kamera, Fernglas, jawohl. Also trinken ist auch nicht übel. Ein Apfel für zwischendurch. Sonnencreme, was zu naschen, nicht vergessen. Ketchup, warum eigentlich nicht? Perfekt, damit haben wir es. Zu das Ding. Perfekt, okidoki, ab ins Ferienlager. Und zack, rein damit. Okay, jetzt muss ich nur noch selber einsteigen. Abfahrt, gleich bin ich da. Sommer, Sonne, Ferienlager. Da bin ich. Haha, hallo Bob, schön, dass Sie kommen konnten. Na, aber gern doch, ich bin das erste Mal im Ferienlager. Na, dann wirst du bestimmt eine gute Zeit hier vollbringen. Wurde dir schon gesagt, was du hier alles zu tun hast? Naja, die Bademeisterin hat mir nur gesagt, ich soll mich hier um ein paar Kinder kümmern und vielleicht ein paar Kurse abhalten. Ja, richtig. In diesem Ferienlager hier bringen wir kleineren Kindern unter anderem das Schwimmen bei. Aber vor allem wollen wir darauf achten, dass sie alle unsere Angebote nutzen können. Diese Angebote wären zum Beispiel Tretboot fahren, paddeln, schnorcheln. Und am allerliebsten mögen die Kinder, wenn sie in einem Reifen hinter einem Schnellboot hergezogen werden. Mensch, da gehen die auf, sage ich dir. Und dafür wärst dann du verantwortlich. Und natürlich auch dafür, dass den Kindern nichts passiert. Oh, das ist aber viel, was hier angeboten wird. Wo soll das denn alles stattfinden? Haha, gut, dass du fragst. Komm, folg mir, ich bring dich zum Steg. In Ordnung. Wow, die Kinder scheinen ja echt viel Spaß hier zu haben. Genau, und dein Job ist es, dass das genauso bleibt. Na klar, das schaffe ich bestimmt. Irgendwie kann ich gut mit Kindern, ich weiß auch nicht. Also, wie vorhin schon erklärt, können die Kinder hier unter anderem Kanu fahren oder Tretboot fahren oder sie paddeln einfach ein wenig im Schwimmreifen rum. Und am meisten Spaß haben sie, wenn sie mit dem großen Schwimmreifen fahren dürfen. Was meinst du denn überhaupt damit? Naja, die Kinder stehen drauf, wenn man den großen Schwimmreifen hinten ans Schnellboot ankoppelt und sie dann einfach hinterher zieht. Oh, klingt gut. Das will ich auch mal ausprobieren. Ja, das kannst du nachher gleich mal ausprobieren. Okay, super. Dann stelle ich dich jetzt einmal den Kindern vor. Kinder, kommt mal alle her. Hä? Was? Komm mal. So, Kinder, ich möchte euch jemanden vorstellen. Und zwar Bob. Hey, Leute. Bob ist hier zeitweise der neue Bademeister und wird auf euch Acht geben, wenn ihr im Wasser seid. Und wenn ihr lieb seid, macht ihr vielleicht auch die große Runde mit dem Schwimmreifen mit euch. Hallo Bob! Hallo Bob! Wunderbar. So, wenn jetzt alles geklärt ist, Bob, würde ich mich zurück auf den Weg zu den anderen Kids machen. Alles klar, kein Problem. Ich werde mit den Kids hier schon klarkommen. So, Kinder, nun zu euch. Habt erstmal weiterhin viel Spaß im Wasser. Los! Yay, ich bin der Schnellste! Mensch, so wird das nix, Andrea. Wie paddelst du denn? Ne, wieso denn ich? Vielleicht paddelst du ja falsch. Aber jeder weiß doch, dass das Paddel in die linke Hand gehört und du da nach rechts durchziehst. Bist du doof? Wie bitte? Aber wenn wir beide nach links paddeln, dann drehen wir uns in einem Kreis. Also bist vielleicht du doof. Nein, du bist doof. Doof. Ich glaube, du, Alter, du spinnst doch hier. Normalerweise sollte man eh nicht sagen, wie ich mein Paddel zu paddeln habe. Und überhaupt, ich paddel dann rechts, was willst du denn schon in einem Kreis drehen? Ne, was war das denn? Entschuldigung, ich war wohl etwas zu schnell unterwegs. Nein, du bist doof. Ich glaube, du, Alter, du spinnst doch hier. Normalerweise sollte man eh nicht sagen. Oh Mann, ist das irgendwie langweilig. Ich frag mal Bob, ob er mich mit dem Reifen fahren lässt. Ach Mensch, ist das schön, wie die Kids ihren Spaß haben. Du, Bob? Hi, ich bin Micha. Hey Micha, was gibt's? Was kann ich tun? Ich wollte fragen, ob du mich vielleicht mit dem Boot und dem Schwimmreifen fahren könntest. Die anderen sind alle beschäftigt. Ja, klar. Warum denn nicht? Hui, cool. Danke, Bob. Kein Problem. Okay, dann wollen wir mal. Motor an. Alles klar, Micha. Ist bei dir hinten alles bereit? Ja, bereit. Gib Stoff, Bob. Gut,
Festhalten! Wow! Wow! Hui! Juhu! Schneller, Bob! Schneller! Wow! Schön, dass ihr so einen Spaß habt. Sag Bescheid, wenn er schlecht wird. Und du? Was ist denn da los? Achtung, Achtung! Sehr verehrte Badegäste, im Namen der Polizei muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie dieses Gewässer bitte sofort verlassen. Auf diesem Gewässer findet soeben ein polizeilicher Einsatz statt. Um Sie nicht zu gefährden, möchte ich Sie erneut bitten, dieses Gewässer bitte sofort zu räumen. Oh, Jejuje, ein Verbrecher? Und das so nah bei den Kindern? Mann, oh Mann, ich muss sofort zurück. Micha, festhalten, wir müssen sofort zurück und den anderen sagen, sie sollen das Wasser räumen. Oh, eine echte Verfolgung. Das darf ich nicht verpassen. Bob kann jetzt zurückfahren, aber ohne mich. Alles klar, festhalten, zurück zum Ufer. Ui, hast du das auch gerade gehört? Ja, natürlich. Komm, da paddeln wir sofort hin. Oh ja, los geht's. Ach je, den beiden da sollte ich am besten mal folgen. Nanu, Andrea und Oliver, ihr habt wohl auch die Durchsage gehört und seid neugierig, hm? Genau, wir wollen den Verbrecher schnappen. Richtig, wir wissen nur noch nicht wie. Du auch, Oliver? Na klar, wenn dann als Team, oder nicht? So, da wären wir, Micha. Micha? Wo bist du? Kinder, wo seid ihr? Oh je, weit und breit kein Kind zu sehen. Oh Gott, ich hoffe, die sind nicht raus aufs Wasser gefahren. Okay, schnell zurück ins Boot, ich muss ihnen helfen. So entkomme ich dem Bullen auf jeden Fall. Das Jetski ist viel schneller als der am Karre. Oh, da vorne sind Kinder. Vielleicht könnte ich mir sogar Geiseln nehmen und Lösegeld verlangen. Was mache ich denn am besten? Oh je, Entschuldigung. Ich wollte doch Andrea nur zeigen, wie man das Paddel richtig hält. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Das ist doch bestimmt der Verbrecher. Was ist das denn? So ein Mist. Schnell, er wacht auf. Tut doch was. Ach je, hast du eine Idee, Oliver? Na, aber hallo. Ich habe für den Fall der Fälle, falls ich hier runterfalle, immer einen Schwimmreifen dabei. Alle? Hopp. Hey, was soll das? Aha, super, wir haben ihn. Kinder. Hey, Bob, du bist ja auch da. Oh, zum Glück, da seid ihr ja endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Bob, guck mal, wir haben den Verbrecher geschnappt. Was, den Verbrecher? Aber wie denn? Erklären wir dir später. Los, schnapp ihn dir, fessel ihn. Ah, gute Idee. Ich habe ja noch das Seil vom Schwimmreifen hinten dran. Dann wollen wir mal. Hey, aufhören. Stopp. Hey, hör auf mich zu fesseln. Was für ein Fang. Ich wurde von Kindern überwältigt, unglaublich. Oh, die Polizei. Sofort das Boot anhalten, stehen bleiben. Oh je, Officer, bitte nicht verhaften. Ich habe nichts damit zu tun, ich kann das erklären. Das wird nicht nötig sein, wir wissen, was passiert ist. Genau, wir haben die ganze Sache bereits beobachtet. Hut ab, diese Kinder sind wirklich einfallsreich. Allerdings sollten die sich wirklich nächstes Mal an die Anweisungen halten und das Gewässer verlassen, wenn wir danach verlangen. Richtig, gerade Sie als Betreuer des Ferienlagers sollten darauf achten, dass die Kinder wirklich weggehen, wenn die Polizei das sagt. Oh ja, selbstverständlich. Nächstes Mal achte ich drauf. Hier, den Gefangenen können Sie gerne haben. Und alle. Hopp. Oh, Mist. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Danke für die Hilfe. Und nun zu euch, Kinder. Ich bin stolz darauf, dass ihr den Verbrecher gefangen habt. Aber ich bin gleichzeitig auch enttäuscht. Oh. Kinder, euch hätte wer weiß, was passieren können. Er hätte euch verletzen können, ihr hättet im Wasser landen können. Das nächste Mal, wenn die Polizei Anweisung gibt, müsst ihr ihn Folge leisten, okay? Und zur Strafe fahren wir heute nicht mehr mit dem Boot. Okay, Bob. Tut uns leid. Und nun ab zurück ins Ferienlager. Als Belohnung für eure Heldentat gibt es doppelten Nachtisch. Ja, Nachtisch! Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.